Mobbing gibt es überall. Aber was bedeutet der Begriff Mobbing überhaupt? Er ist aus dem Englischen entnommen, kommt von diesem Verb to mob, bedeutet anpöbeln, belästigen. Jegliche Form von Schikanierung, Belästigung bis hin zur Bedrohung. Ignorieren ist auch eine Form von Mobbing, aber auch körperliche und psychische Gewalt. Bei Mobbing ist es so, dass keine Lösung gewollt ist, dass es ein Machtungleichgewicht gibt. Das heißt, eine Person ist stärker oder mächtiger wie die andere Person und es gibt immer dieses Über-Unterordnungsverhältnis. Wo taucht Mobbing im Alltag denn so auf? Wenn Menschen auch eng im Raum zusammen sind, zum Beispiel in der Schule, in einer Schulklasse, dann entstehen kleinere, größere Konflikte. Problematisch wird es dann, wenn sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern zusammenschließt, um ein Opfer auszugrenzen und zu drangsalieren. Mobbing beginnt schleichend. Das ist eine kleine Bemerkung, das ist eine spitze Bemerkung, da nimmt mir jemand was weg, da wirft jemand meine Federtasche um. Das baut sich auf über einen längeren Zeitraum. Und einmal stecke ich es weg und dann stecke ich es nochmal weg. Und da ich sowieso eine ängstliche Struktur habe und mich nicht richtig traue, stecke ich es nochmal weg. Und schon bin ich eigentlich in dieser Spirale. Und wenn mir dann noch gedroht wird, wenn du was sagst, dann passiert was ganz Schlimmes, dann steigert das meine Ängstlichkeit. Und wer will schon schwach dastehen oder vor anderen schlecht dastehen? Deshalb ist dieses Schamgefühl auch ganz entscheidend. Die modernen Medien führen dazu, dass das nicht nur eine Botschaft ist, ich sage das und das Opfer hört es, sondern das wird sofort verbreitet unter Umständen in der ganzen Schule. Das wird gepostet auf irgendeinem sozialen Plattform, ob das Facebook ist oder etwas anderes. Das wird verbreitet über die Mobiltelefone. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Cybermobbing. Das ist eine deutlich andere Qualität als das klassische Mobbing, weil aus der Sicht des Opfers findet dieses rund um die Uhr statt, ohne Rückzugsmöglichkeiten und durch weltweite Verbreitung. Und Statistiken bundesweit und weltweit gehen von 20-30% Opfern aus in dieser Altersgruppe. Wer macht denn sowas und warum? Was sehr bemerkenswert ist, dass 40% von Opfern zu Tätern werden. Damit haben wir eine Kreislaufsituation, die dringend unterbrochen werden muss. Die Jugendlichen oder auch die Kinder fühlen sich dann in der Gruppe stark. Alleine sind sie ängstlich, trauen sich etwas nicht, in der Gruppe fühlen sich stark. Und wenn sie dann ein anderes Kind oder einen anderen Jugendlichen erniedrigen können, fühlen sie sich noch stärker. Das schafft auch Lustgefühle und deshalb gibt es das auch so oft. Gibt es Mobbing auch am Arbeitsplatz? Das Spektrum ist breit. Also man spricht zum Beispiel vom vertikalen und horizontalen Mobbing. Das vertikale Mobbing kann top-down sein, das Bossing vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter. Es kann aber auch das Staffing betreffen, das bedeutet bottom-up, also vom Mitarbeiter dem Vorgesetzten gegenüber. Das horizontale Mobbing ist dann eher das Mobbing unter und zwischen den Kollegen, dass man versucht, eine Person schlecht zu machen, auch ihr Ansehen vor der Gruppe zu schädigen. Der eine macht es aus Lust, der andere aus Frust, der nächste, weil er vielleicht Ängste um seinen Status hat und da ist jemand, der ihn bedroht. Und was kann man gegen Mobbing tun? Wehrt euch, wenn ihr geärgert werdet, wenn ihr gemobbt werdet, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir in den Schulen, in den Klassen ein soziales Klima schaffen, was Vertrauen und gegenseitige Freundschaft und Hilfe ermöglicht. Und weniger ein Klima der Konkurrenz, des Neids und der Aggression. Als Erstes ist es für den Betroffenen wichtig, dass er seine Scham überwindet und sich einen Gesprächspartner sucht. Dann geht es darum, wirklich genau hinzugucken, was passiert da, sich auch Notizen zu machen, sowas wie ein Mobbing-Tagebuch oder eine Mobbing-Dokumentation zu führen. Verleugnung, Verunglimpfung, Verletzung des Rechts am eigenen Bild sind im Strafgesetzbuch abgedeckt, wenn die Tatbestände dokumentiert und zur Anzeige gebracht werden. Dann hat auch die Staatsanwaltschaft eine Möglichkeit, diesen Fall zu bearbeiten. Gut zu wissen, aber jetzt erstmal Daumen drücken, dass es gar nicht erst so weit kommt.